Moin, ich bin Nils von SLS und unser heutiges Thema sind Radbolzen und Felgen. Konkret für die SL- und S-Klasse-Fahrzeuge der Baujahre 1971 bis 1989. Der geneigte Zuschauer wird sich erinnern, wir haben ja bereits mal ein Video zu Radbolzen gemacht. Inzwischen hat sich am Markt einiges getan und wir wollen heute mal versuchen, ein bisschen Klarheit und Transparenz in die Angebotsvielfalt zu bringen und haben hier mal ein bisschen was ausgebreitet. In den kommenden Minuten geht es hier links um Anwendungen vor Sommer 1985 und hier rechts um Optionen ab Herbst 1985. Das bekannte frühe Alurad-Werksdesign wird oft barock genannt und galt ab 1971 bis dann im Spätsommer 1985 der Übergang zum Kanaldeckeldesign kam. Im Vordergrund ein paar Felgendesigns, wie sie als zeitgenössisch passendes Retro-Zubehör heute wieder lieferbar sind. Passend dazu hier aufgebockt mit dem gelben 450 SL von 1979 eine frühe Vorderachse und hier rechts mit dem silberfarbenen 560 SL von 1987 eine späte Vorderachse, am schnellsten am Vierkolben-Bremssattel erkennbar. Die frühe Vorderachse mit tiefer, von innen eingeflanschter Bremsscheibe und Dreieckslenker aus Blech oben. Der Zweikolben-Bremssattel überragt kaum die Radnabe. Die Bolzenenden der Scheibenbefestigung sind erkennbar. Ähnlich war es auch bei Strich 8 bis hin zu den frühen W126 Modellen. Die Achse nach Mopf, also Modellpflege, August 1985. Die weniger tiefe Bremsscheibe, außen aufgelegt, wie ab W201 und ein Vierkolben-Bremssattel, der deutlich über den Radnabenteller ragt. Oben ist der massive, geschmiedete Dreieckslenker erkennbar. Die Scheibe ist nur gesichert und wird erst mit den Radbolzen final befestigt. Beide Radnabengenerationen haben den gleichen Radbolzenlochkreis von 112 mm und Zentrierungsdurchmesser von rund 66,6 mm. Bitte schaut unser älteres Video zu Radbolzen an, denn heute ignorieren wir die optionalen Stahlfelgen, Radkappen und Kurzradbolzen. Für Alufelgen in frühem Design, hier Beispiele von Bolzen und Ventilen links, rechts Beispiele späterer Bolzen, ach wenn es doch nur so einfach wäre. Aktuelle Nachfertiger von Leichtmetallrädern haben wieder schöne Wahlmöglichkeiten an Felgen geschaffen, aber der Kompatibilitätsfrage müssen wir kurz auf den Grund gehen. In Bezug auf Barockfelgen haben sowohl Maxilight als auch Classic Wheels Denmark seit unserem letzten Video kräftig zugelegt. Aktuell führt SLS die Abmessung 7x15 von beiden Herstellern. Bei beiden stellen die langen Rippen und Trapezformfenster ein Erkennungszeichen dar, aber es unterscheidet sich der Bolzensitz. Kürzere, originalgetreuere Rippen mit Knick zeigen beide Hersteller bei ihren 14 Zoll Varianten. Unser Beispielexemplar ist von Classic Wheels Denmark in Breite 6,5. Mit dem zusätzlichen Erkennungszeichen des nachgebildeten authentischen Bolzensitzes und der Ventilbohrung passend zum Metallventil. Altfabrikate wie Kronprinz, Ronal, ATS und weitere haben wir nicht. Schickt uns gern Bilder aus den 70ern und 80ern. Wir freuen uns. Hier im Beispiel eine 8x16 Penta Design Felge vom Hersteller Maxilight, die es für die Hinterachse auch in 9x16 gibt. Von Maxilight stammen auch diese Neuauflagen der Designs AMG Aero. Und Kanaldeckel, die im Englischen etwas schöner Flatface heißen. Auch hier sind wir unvollständig und freuen uns über zeitgenössische Bilder der Lorenzer- oder Borbet-Felgen. Die Innenseiten der Räder tragen noch mehr Herstellermarkierungen. Neben Abmessungen können das Identifikationszeichen von Werk und Charge sein. Auch KBA-Nummern oder bei MB-Originalfelgen immer auch die 10-stellige Ersatzteilnummer. Beim Gebrauchtfelgenkauf gehören Bürste und Putzlappen deshalb in die Jackentasche. Bei seriennahen schmalen Abmessungen mit Abwägung zwischen Stahl und Alu könnten auch Gewichte relevant sein. Dies sind bei Stahl 6,5 x 14, je nach Hersteller, zwischen 9,1 und 10,6 kg pro Felge. Im Vergleich dazu Alu 6,5 x 14 Barock mit 7,7 kg oder 7x15 Barock mit 8,3 kg oder 7x15 Kanaldeckel mit 8,2 bis 8,9 kg je nach Fabrikat. So wäre eine Gewichtsersparnis um 15% zwar möglich, diese egalisiert sich aber zumeist wegen des Wunsches nach vergrößerten Radreifenkombinationen.
In Originalkombination. Die frühe Barockfelge mit Metallreifenventil. Diese Kombination ist durch die kleinere Felgenbohrung manchmal fest vorgegeben und kann wegen des hohen Metallventilpreises ein Argument für eine andere Felge sein. Wie hier am Beispiel der Maxi-Lite Barockfelge oder sogar an späteren Originalfelgen, bei denen günstige Standardgummiventile verbaut werden können. Sonderfall eines Spezialbolzenherstellungsversuches speziell für Maxi-Lite Kanaldeckel. Kurzes Gewinde und noch verlängerter Hals würden der Felge gut stehen. Aktuell ist das sicherheitsrelevante Teil herstellerseitig aber nicht hinreichend geprüft und dokumentiert. Achtet auf Neuigkeiten in unserem Shop. MB Original Kanaldeckel sind am besten mit einer 95 mm Schraube wie abgebildet zu bestücken. Hier die Variante SLS 740414. Später zeigen wir noch Varianten mit Zierkappen. Sonderfall für Kegelsitz Maxi-Lite, Penta oder Barock Bolzen 740802. Beispiele gebrauchter Originalbolzen. Viele der Langvarianten, ob 107 oder 129, haben eingepresste Dekorkappen aus Alu oder Edelstahl, die sich in der Theorie sogar ersetzen lassen. Praktisch ist das nicht lohnend, weil kaum eine Rettung der restlichen Bolzenbeschichtung möglich und sinnvoll ist. Bei den Nabenkappen ist immer der Blick in die aktuelle Mercedes-Ersatzteilpreisliste lohnend. Nur für Fans der frühen Metallkappen ist die Entscheidung zur Restaurierung unvermeidbar. Kunststoff-Barockkappen mit Nummer A107-400-0025 und Kanaldeckel-Center-Kappen mit A201-400-0425 können noch als Neuteil günstig auffindbar sein. Der Lenkanschlag bei der frühen Achse. Variation zur Einschlagbegrenzung zugunsten Radvergrößerungen waren nicht vorgesehen. Anders, aber mit ähnlichem Tenor bei späten Achsen. Bis zum Redaktionsschluss sind uns keine lieferbaren Lenkbegrenzer-Ersatzteile begegnet, die Sicherheit für größere Reifen erzeugen. Wir schauen uns die möglichen Engstellen am Beispiel der Penta 8x16 auf früher Achse an. Durch die geringe Einpresstiefe von 11 mm entsteht der Mehrbedarf an Platz nur außen, sodass bei Einschlag oder Einfedern nicht das Felgenhorn, wohl aber Reifen bis ans Fahrzeugmetall gelangen können. Hier sind individuelle Lösungen gefragt. Am Beispiel der zeitgenössisch unpassenden Kombination Kanaldeckel 7x15 auf früher Achse machen wir den gleichen Test. Zur Bereifung 205-65-15 wissen wir ja schon, dass sie auf 7x15 Barock kein technisches Problem verursacht. Geht das auch mit der leicht erhöhten Kanaldeckel-Einpresstiefe von 25 mm? Keine Chance für die Barock 7x15 auf später Achse. Der Bremssattel havariert. Zeitgenössisch korrekt, Kanaldeckel 7x15 auf später Achse. Hier wird sichtbar, dass das Achsen-Facelift zugunsten der kinematischen Geometrie bis an die Platzreserve ausgenutzt wurde. Es ist wesentlich enger als bei der früheren Kombination. Nach innen besteht kein weiteres Raumangebot für Felgen mit größerer Einpresstiefe. Aerodesign. Wir beginnen sogar mit der breiteren 9x17. Wie schon bei den Penta-Felgen hat der Hersteller mit der geringen Einpresstiefe sämtlichen Bedarf an mehr Platz nach außen verlagert. Klar wird aber schnell, dass man sich dann zwischen einer extrem dünnen Reifendecke oder reinem Geradeausfahren entscheiden muss. Bei Lenkeinschlag bleibt nur noch Raum für eine flache Handgummi bis zur Frontschürze. Der Kotflügelradlauf wird Ähnliches vermelden. Zurück zu den Felgen-Bolzen-Kombinationen. Wegen des guten Wiedererkennungswertes nenne ich auch die Bolzen-Gesamtlänge, also über alles gemessen. Wir kombinieren den Bolzen SLS 740005 mit 53 mm Länge mit der originalen frühen Barockfelge 6,5x14. Und wie im alten Video schauen wir auf die Durchschraublänge der Bolzen. Fester Bestandteil der Felge sind die 5 Stahlbuchsen für den Schraubensitz. Der Begriff Kugelbund erklärt sich hier beim genauen Hinsehen. Kein Raum verschenkt zwischen Felgenbett und Bremse. Im Dezember 1972 war die Bremsscheibe von 273 auf 278 mm bis ans Limit vergrößert worden. Das musste bis zum Ende der 14 Zoll Räder so bleiben. Barock in 15 Zoll. Hier Maxi-Lite mit 7 Zoll Breite, läuft großzügiger um die Bremse. Wir kombinieren mit der Herstellerempfehlung Kegelbundbolzen SLS Nummer 740888, Länge 49 mm. Für unsere Begriffe ist die Durchschraublänge etwas groß.
Mit Artikel 740802 führt SLS im Katalog vergleichbare Bolzen in Länge 47,5. An dieser Stelle unseren herzlichen Dank an die Firmen Maxilite und Classic Wheel Denmark, die je eine Felge zur Schnittmodellgewinnung gespendet haben. Ein anderes Bild bei der Barock-Nachbaufelge Classic Wheels Denmark, die wir in Größe 6,5x14 zeigen. Wie beim Original passt der Kugelbundbolzen SLS 740005 gut. Aber auf Stahlbuchsen hat der Felgenhersteller verzichtet, sowie auch auf einen der beiden Reifenhams. Wechsel auf die Späterachse. Original Kanaldeckelfelge in 7x15 Zoll und ein 95 mm Radbolzen. SLS 740414. Wieder ein Originalfelgenmerkmal, die Stahlbuchse mit der Kugelpfanne. Die äußere Schaftverlängerung des Bolzens ermöglicht ein Eindrehen mit den Fingern und schafft Harmonie mit der Felgenoberfläche bei unterschiedlich wählbaren Sichtbereichoberflächen bis hin zu Kappen in Hochglanzvariante. Zwingend nötig ist sie nicht, die Schaftverlängerung. Unterhalb des Kugelbunds muss die Länge 39,5 mm sein. Mehr Infos gibt es auf der eingeblendeten SLS-Katalogseite. Und wieder, kein Raum verschenkt zwischen Bremssattel und Felge. Vorhin hatte ich ja kurz die zeitgleiche Verwendung des Kanaldeckeldesigns bei den Typen 201 und 124 erwähnt, aber an dieser Stelle können Felgen mit anderen Teilenummern am 107er problematisch werden. Die Maxilite Kanaldeckelfelge in 7x15 Zoll. Wir kombinieren mit dem Kugelbundbolzen 740005. Vorhin hatten wir einen kurzen Blick auf einen 95 mm Sonderbolzen mit verlängertem Hals und verkürztem Gewindeschaft, der aber zu unserem Dreh nicht in verkaufsfähiger Qualität vorliegt. Bleibt dran, Neuigkeiten kommen im SLS-Katalog unter der Teilenummer 740574. So nicht. Der originalgetreue 95 mm Bolzen würde in der Maxilite-Felge nicht zur Anlage kommen. Es ist unser Hinweis an alle, die an einem Wagen Kanaldeckelfelgen verschiedener Fabrikate kombinieren möchten. Hier noch schön zu sehen, der obere Lenker mit kleiner Extraplatzreserve, nahe am Felgenhorn. Und dem platzsparend und demontierbaren Kugelgelenk. Noch eine unmögliche Kombination, Barockfelge 7x15 Zoll auf später Bremsanlage, also nach Mopf. Wir können nicht genau benennen, ob eine Distanzscheibe von 23 mm technisch zum Erfolg führen würde. Eine Zulassung wäre in Deutschland wohl unmöglich. So, ein paar Umdrehungen kriege ich rein und dann kommt gleich der Bremssattel. Da geht es schon nicht weiter. Ne? Da geht schon die Rippe, die innenliegende Rippe, Eck da an. Ein kurzer Ausflug zur Hinterachse. Die hochpopuläre Anordnung Betriebsbremse Scheibe und Feststellbremse in der Trommel führt in unserer Probe mit falschen Bolzen nach rund 9 Bolzenumdrehungen zur ersten Berührung mit der Handbremsmechanik. Bei den heutigen Betrachtungen sind uns die Alterungsspuren der Originalfelgen immer detaillierter vor Augen gekommen. Einiges davon lässt sich mit Aufwand instand setzen, oft wird schon die Preisabwägung zu den heutigen Nachbaufabrikaten führen. Wie schon mehrfach erwähnt, unser Hinweis, befragen Sie Ihren TÜV-Prüfer bei der Umsetzung Ihrer Wünsche. Das war's. Ich hoffe, wir konnten mit unseren Ausführungen ein bisschen Licht ins Dickicht der Variantenvielfalt bei diesen Fahrzeugen, was Radbolzen und Felgen angeht, bringen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis denn.